Einen schönen guten Tag. Ich habe hier einen Pflanzkasten, da kann man Setzlinge ziehen, da kann man kleine Pflänzchen aus Samenkörnern ziehen. Eine ganz tolle Angelegenheit, sehr schön leicht zu bedienen und mit ständiger Überwachung zum Feuchtigkeitsgrad, zur Temperatur und zum Wasserstand. Das ist was ganz Schönes. Und vor allen Dingen, hier ist noch LED-Licht drin, da kann man dann auch dafür sorgen, dass immer ausreichend Licht vorhanden ist. Im Lieferumfang enthalten sind dann lauter solche Töpfchen und diese, ja, das ist wie so ein Schaumgummi. Das ist nicht direkt Torf, würde ich denken. Das könnte eher so eine Schaumstoffmasse sein mit Nährstoff drin. Die kann man hier reinsetzen. Weiter, hier sind übrigens noch mehr und kleine Deckelchen sind auch mit dazu, damit man so ein kleines, so ein Biotop schaffen kann, so ein bisschen Feuchtklima, indem man alle Plätzchen, die nicht genutzt werden, da haben wir hier eine Tüte voller Abdeckkappen, dann kann man die abdecken, damit da die Feuchtigkeit nicht so entweichen kann. Dann haben wir hier Röhrchen, die kann man hier überall reinstecken und ja, natürlich noch jede Menge solch Pflanzsubstrat. Und Dünger ist auch vorhanden. Schaut mal. Dünger A und Dünger B für Pflanzen, Pflanzennahrung. Aber was jetzt der Unterschied ist, hier ist leider alles in Englisch beschrieben. Alles in Englisch und ich kann nicht allzu viel davon verstehen. Ich wusste zwar, wie der zusammengebaut wird. Er kommt ja zerlegt an. Decke hoch und da unten liegt alles drin, was im Lieferumfang enthalten ist. Außer die Lampe, die liegt oben drauf, aber der Stab für die Lampe liegt auch hier drin. Hier hinten wird dann einfach bloß alles zusammengesteckt. Dieser Kabel, den ich hier drin habe, der befindet sich hier innen drin. Der ist für das Wasser zuständig. Huch, muss man hier immer in die Kabelführung reingehen, dann liegt das auch ordentlich auf. Und dieser Kabel, der sorgt natürlich für die Netzverbindung. Der andere Teil davon steckt jetzt in der Steckdose, damit das hier alles auch technisch verbunden ist. Dieser Stab hier, der hat solche Abdeckkappen oben und unten drauf. Die muss man, steht der Remove drauf. Das kann ich noch lesen. Muss alles entfernt werden, damit dann die Kontakte zusammenkommen und auch Strom nach oben in die Lampe geleitet wird. So, und schon ist das eigentlich alles betriebsbereit. Jetzt braucht man eigentlich nur Pflänzchen einfüllen, Wasser auffüllen und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Wachsen. Hier ist der Powerknopf, hier kann man anschalten. Das Piepen liegt jetzt darin begründet, dass kein Wasser drin ist. Ich kann jetzt hier eigentlich nichts machen, außer bloß blind herumdrücken, weil in dem Benutzerhandbuch, das mitgeliefert wurde, ist alles in Englisch beschrieben. Da bin ich jetzt so ein kleines bisschen ratlos. Nicht ganz ratlos. Im Grunde genommen weiß ich von dem letzten Objekt, was ich hatte, noch ein bisschen, wie es geht. Die Hauptsache ist aber, hier ist ein QR-Code vorhanden. Man kann das alles über eine App bedienen und überwachen. Nicht bedienen, aber überwachen. Ein bisschen Hand anlegen muss man schon. Das Wasser kommt nicht von alleine rein und die kleinen Pflänzchen natürlich auch nicht. Ich finde es wunderschön, diesen Kasten. Wie gesagt, ich hatte schon mal ein ähnliches Modell gehabt, aber ohne App, ohne Internetverbindung. Und das hat total Spaß gemacht. Das war richtig schön. Das einzig Negative ist, man kriegt immer diese Substrate so schlecht nachgekauft. Aber diesmal passe ich besser auf und gucke mir das richtig an. Und eventuell werde ich euch dann in der schriftlichen Rezension noch einen Hinweis dazu geben, wo ihr das herkriegt. Bisschen problematisch finde ich den Preis. 169 Euro, glaube ich, war das gewesen. Ich gucke noch mal schnell. Ja, 169,99 €, also schon 170 € rund gerechnet. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe man damit erreichen kann und wird. Ich will es nicht schlecht reden. Ich denke, das Produkt hat eine gute Qualität. Das ist schon was Besonderes, aber inwiefern es Absatz findet für diesen Preis, weiß ich nicht. Ich kann weiter nichts als es euch vorführen, einmal zeigen
Und ja, wie ihr euch dann entscheidet, das muss jeder für sich entscheiden. Das kann ich niemandem abnehmen. Ja, hier kann man dann die Temperatur überwachen. Und nicht nur überwachen, man kann sie natürlich auch einstellen. Aber ich sehe gerade, ihr könnt hier durch diese Reflexion von dem Licht hier gar nicht wirklich was sehen. Ich mache mal das Licht aus, aber dann ist das Display auch aus. Das ist jetzt ärgerlich, schade. Aber trotzdem, ich komme hier einfach mal ein bisschen dichter ran. So leicht abgedunkelt ist es ja trotzdem noch zu erkennen. Ich mache es mal nochmal an. Vielleicht kriegen wir es ja doch mal, ohne dass die Reflexion da ist. Einmal kurz gucken. Bloß wenn das Licht an ist, das reflektiert zu stark. So, machen wir wieder aus. Also hier kann man dann die Temperatur noch steuern und Zeit steuern. Und hier ist auch die Verbindung mit dem Internet dann. Ich finde es grundsätzlich wirklich schön. Und ich weiß, bei dem anderen Kasten, den hat ja meine Tochter dann übernommen, die hat sich da sehr drüber gefreut. Die zieht so gerne eigene Pflanzen, Tomaten und dergleichen. Und das hat sie auch alles damit gemacht. Das einzige Problem war eben, sie hat diese Dinger hier nicht nachgekauft gekriegt oder hat es nicht gefunden. Sagen wir mal so, nachgekauft kriegt man das ganz bestimmt. Sie hat es einfach nicht gefunden. Ich werde das nachher recherchieren und schreibe euch das noch mit dazu, wenn ich gefunden habe, wo man die noch nachbestellen kann. Weil irgendwann sind sie ja verbraucht. Die reichen ja nur für einen Durchgang. Meine Empfehlung hat es jedenfalls, wie ich schon sagte, die Qualität, die ist da, unbestritten. Bloß inwiefern man sich das leisten kann, ist dann die nächste Frage. Das war es von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.